Hallo, hallo, da wollen wir mal wieder eine Runde Binding of Isaac zocken. Letztes Mal, ja, mit Judas. Das war nicht so schön. Ich hatte irgendwie voll mit welchen Ring gehabt. Jetzt will ich mal mit Kane aber versuchen. Kane habe ich immer mehr Glück, zumindest mit den Pillen. Und das ist auch ziemlich gut mit den Pillen. Da habe ich gern die guten Pillen, also das ist schon geil. Natürlich muss ich mit beiden. Sowohl mit. Ah, natürlich, natürlich, natürlich. Wenn ich wieder Kamikaze oder sowas kriege als erstes Item. Oder Lemon Mishap würde ich auch schon als schlechtes Item bezeichnen. Dann werde ich nochmal neu starten. Also, da könnt ihr meckern, wie ihr wollt. Also, da bin ich ein bisschen eigen. Ich möchte wirklich gerne erstes Item so ein gutes sein. Wobei hätte ich auch den Judas Run nochmal neu starten müssen. Aber ich will wirklich jetzt das. Hier bei Kane muss das erste Item gut sein. Weil Kane, der ist wirklich Item-dependent. Der braucht gute Items. Wenn ich keine guten Items mit dem habe, dann ist es ein bisschen. Teleport. Kann positiv sein, kann aber auch komplett negativ sein. Gucken, wo er uns hinbringt. Wollen wir mal checken. Teleport, ey. Verdammt. Teleport. Das Game mich verarschen. Das Game will mich voll verarschen. Teleport, ey. Ich benutze kein Teleport. Teleport ist useless. Bin das Positives? Bombsackies, okay. Ich habe eine Bombe, das ist nicht schlecht. Kann ich gebrauchen. Habe ich zwei Bomben. Wollen wir mal checken. Vielleicht finden wir ja den geheimen Raum hier. Wo auch sonst. Natürlich ist eine Slotmaschine drin. Spielen wir sie mal. Komm, dreimal. Komm, dreimal. Komm, zweimal. Ah, schön. Hat sich doch wieder gelohnt. Pretty fly. Bitte kein Retter der Apokalypse. Ich will nicht gegen die kämpfen wieder. Ich hab keinen Bock mehr. Ah, natürlich krieg ich einen. Natürlich. Nee, was soll ich denn bitte schon sonst fighten, ne? Ganz ehrlich. Was denke ich mir denn hier? Hier gegen den so oder so? Ich glaube, so ist besser. So schwer ist ja gar nicht gerade. Ich kämpf trotzdem ungern gegen die, weil. Na, jetzt kann ich sterben. Jetzt kann ich sterben, wenn ich nicht aufpasse. Dieses spawnt da nichts mehr, ey. Das ist schon das Wichtigste. Cube of Meat finde ich eigentlich komplett useless momentan, aber. Okay, wir können auch in den geheimen Raum rein teleportiert werden. Das ist auch nicht schlecht. Ich hätte gerne mal den Error-Raum, weil es gibt so einen Raum, der heißt Error. Da kann man halt einfach, ich glaube, alles Scheiße kriegen. So, alles Mögliche kann man da kriegen. Ist nicht schlecht. Ich geh mal rein. Mal gucken, was da ist. Kaputt. Die müssen wir hierhin treiben. Ich will die wirklich da kaputt machen. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Oh, verdammt. Geh kaputt, geh kaputt. Oh, verdammt. Schön. Schön. Gut. Sehr gut. Da müsste jetzt eine Trollbahn damit spawnen. Das ist natürlich nicht schlecht. Glaube ich zwar eher nicht dran, aber es wäre natürlich nicht schlecht, wenn jetzt das Trollbomb spawnen würde. Eine normale Bomb. Komm, für eine normale Bomb gehen wir hin. Tier ist ab, schön. Auch schön, number one. Aber wir haben, glaube ich, ganz wenig Range jetzt mittlerweile. Ja, wir sind immer so ein bisschen dauerfeuermäßig. Range haben wir gar nichts, ey. Wir brauchen wieder Range ab, ey. Das Positive ist aber auch ein negatives Item. Würde ich mal sagen. Und wir schießen mit Pisse. Nett. Richtig nice, das Item. Irgendwo, aber irgendwo auch nicht.
Envy. Da merken wir mal wieder, wie wenig Range wir haben. Wir brauchen wirklich einen Range-Up oder so. Sonst können wir das Game schon wieder fast vergessen. Ich mag zwar lieber Tears Up als Damage Up, aber jetzt gerade ist es ein bisschen, glaube ich, übertrieben. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Danke. Natürlich werde ich getroffen noch, ey. Speed Up, schön. Schön, 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 schön. Das Gesicht von dem, er freut sich, dass er Pisse schießt. Aus den Augen. Nett. Und er macht schon die Augen dabei zu, oh, nee. Moment! Er schießt da unten raus! Nee du, oder? Das ist doch sowas von falsch. I am Error. Gehe wollte ich mal rein. Danke. Das war der Error-Raum. Und jetzt haben wir den Boss übersprungen, aber dafür haben wir Items bekommen. Das ist schön gewesen. I am Error. Er schießt echt unten raus. Ich könnte echt. Ich komme da echt nicht mehr drüber weg. Kein Wunder, dass du schnell schießt, ey. Ja, ein verdammtes Maschinengewehr, ey. Hammerhart, ey. Schießt echt unten raus, ey. Hammerhart. I am Error. Natürlich, ich muss jetzt voll nah ran, um zu ballern. Und ich sehe jetzt schon kommen, wir werden gleich sterben. Bossraum, nein, wollen wir nicht rein. Aber wir wollen jetzt mal zurück und das Herz wiederholen hier. Er schießt echt da unten raus, ey, Hammer. Hammerhart, ey. Nehmt es auf mit meinem Pinkelstrahl. Hab keine Chance. Oder ich sterbe gleich noch. Das kann schwer werden. Nein. Gut, dass wir so einen Raum jetzt als Gegner als nächstes haben. Aber hier können wir auch sterben, wenn wir nicht aufpassen. Muss nur irgendwas reinlaufen, bin ich tot. Solat, gut. Gut, dass wir Relikt haben. My Little Unicorn. Ich weiß nicht, warum wir die Teleporter behalten, wir glaube ich noch einen Raum. Gucken, ob wir damit irgendwo noch useful hinkommen. Wenn nicht, dann schmeißen wir das Teil weg. Ja, komm, wieder hier rein, komm. Mal Unicorn habe ich, glaube ich, lieber dabei. Wie der jetzt zittert, ey. Der sieht aus so ein bisschen so Bomberman-Style da auch. Schwere Sache mittlerweile. Aber würde ich doch lieber den Teleporter mitnehmen. Ich glaube, ich will doch lieber den Teleporter mitnehmen. Komm, der ist lustig. Der hat uns gerade ein bisschen geholfen. Eigentlich war er ein bisschen useless anfangs, aber jetzt finde ich ihn gerade richtig gut. Richtig gut, genau. Scheiß drauf, Little Unicorn, bleib mal da. Wir haben sowieso keinen Schlüssel für dich gewastet, also nicht so schlimm.
Jetzt müssen wir was checken. Und zwar da unten. Oder hier oben. Das sind übrigens die Riesenbomben. Die machen jetzt mehr Schaden auch. Und haben viel mehr Range. Das ist doch nicht schlecht. Ah, ich glaube hier nach unten wollte ich mal. Ich wollte nach unten, genau. Ich finde das so lachhaft, ey. Ich finde das echt so lachhaft. Sorry, aber ich finde das aber ziemlich genial. Der pinkelt auf die Gegner. Der freut sich dabei. Wie geil ist das denn, ey? Ganz ehrlich. Wie geil ist das denn? Epischer geht's nicht, glaube ich. Hier wollte ich nicht hin, aber gut. Soll ich sie checken? Nicht viel, aber besser als gar nichts. Und wir brauchen Range up. Oh, ey, es ist so krank. Gucken mal hier rein. Wisst ihr, was ich mache? Ich gehe nochmal zurück. Genau. Gucken wir nämlich mal hier. Weil jetzt haben wir Full Life, wir können das eigentlich locker schaffen. Also aufpassen und nicht die Vollbomb kriegen. Ich glaube, Chubb könnte mit diesem Item schwer werden. Ich meine, jetzt chappt uns dann mal einfach den kleinen Wiener ab und dann sind wir tot. Dann was ist mit The Binding of Isaac? Dann heißt es wohl eher The Binding of Maggie. Ich meine, das ist nämlich Dings ab. Er ist ja jetzt sowieso Kane, aber. Ihr wisst, was ich meine. Magician? Nehmen wir mit. Definitiv. Puh, aber den Error-Raum, den habe ich auch noch nie gesehen. Das war jetzt das erste Mal, dass ich da drin war. Ich wusste, dass es den gibt, aber ich war noch nie drin. Ich hab's live auf Band. Yeah. Mit Error-Raum and all. Magician mit dem Ding? Ich will's nicht sehen. Macht er sich den Löffel dann unten dran oder was? Hätte mal was. Und warum sieht das so... Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nichts. Guckt euch den Raum nicht an. Ihr habt ihn nicht gesehen. Ich sag dazu gar nichts. Ich bin komplett dagegen. Schon wieder. Ein Error. Wir überspringen wieder den Boss, oder? Ich glaube, dadurch überspringen wir den Boss. Gekauft. Monsters Tooth. Dieses I am Error, wer kennt Zelda? Boss wieder übersprungen. Aber dafür haben wir den Dings hier gefunden, den Wurm. Also, das ist auch nicht schlecht. Der Wurm ist eigentlich gut. Wenn wir ein bisschen Range abkriegen würden, ey, das wäre so gut. Error zweimal drin da, ey. Hammer echt richtig krank, ey. Book of Seven Sins. Oh, verdammt, falsche Taste. Book of Seven Sins, wir haben keine Batterie. Wenn wir eine Batterie finden, nehme ich es mit. Wenn ich eine Batterie finde, nehme ich es definitiv mit. Wenn ich keine Batterie finde, ist es eigentlich useless. Also ich finde es nicht so doll. Da mag jeder drüber selber streiten, wie er will. Aber ich finde gerade das Ding einfach mal ziemlich geil. Aber wir können den ganzen Raum überspringen. Wir kriegen dann so gute Items dadurch.
können, heißt natürlich nicht, dass wir müssen den Raum überspringen. Also das wird nicht mal passieren. Ja, seht ihr, haben wir gleich schon wieder voll, das ganze Ding, ey. Das ist krank. Komm hier hin, gut. Gucken wir uns mal hier oben um. Was haben wir für eine Karte? Will Lovers. Okay. Können wir mitnehmen? Definitiv. Machen wir auch. Warum nicht? Wir haben genug Geld, wir können in den Shop reingehen. Ich glaube, das machen wir sogar mal. Komm, gucken wir mal. Karte, ist das Mom's Eye? Oder ist das Inner Eye? The Inner Eye, gut. Guck mir das an! Wie geil, ey, wie geil! Ich finde das einfach mal zu geil. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde es einfach mal zu geil. Oh, dieser Raum, ey. Oh nein, nein, ist ja allerdings. Ich hab's gar nicht, gesehen. Verdammte Scheiße. Echt drauf geachtet, ey. Komm hier hin, okay. Komplett dagegen. Komplett nicht getroffen, ey. Das ist auch nervig. Schwierig. So, würde mal sagen, wir gucken uns noch ein bisschen um. Gucken wir nach, was im Battle-Raum ist. Ja. Chariot. Es können kommen. Jetzt noch ein Range-Up, ey, dann sind wir so overpowered, ey. Ich seh's ja schon kommen, wenn wir Range-Up kriegen. Hast du noch vielleicht noch einen Homing-Shot oder sowas? Das wäre dann ziemlich geil. Ob es noch ein Speed-Up eigentlich gibt für meinen Dings? Mein Tears-Up meine ich? Ein Schuss braucht er noch, ist er weg. Oh. Okay. Ja, hat mir ein bisschen Zeit gespart, nicht schlecht. Das war gut. Lieber Mom's Eye gehabt, meinen hätte ich nach hinten noch geschossen, das wäre ziemlich geil gewesen. Nach vorne und direkt nach hinten noch schießen, es ist so bekloppt, ey. Das Ding. Da wollen wir hin. Pillen sind immer gut. Tears up. Oh, verdammt! Warum mache ich das? Ich drücke mal die falsche Taste ab und an mal. Noch schneller, ja, noch schneller, noch schneller. Genau. Jetzt bin ich schon schnell genug feuern, ey. So krank. Ich muss gerade sagen, es ist verdammt warm hier drin, ey. Ich muss gleich mal mein Zimmer hier mal komplett durchlüften. So warm ist das hier drin. Und
Dafür benutzen wir eine Bombe. Ja, wir haben so viele Bomben, komm. Ich will mich jetzt in die Arcade rein. Hab nämlich vor, wirklich mal vielleicht unser Glück zu probieren. Probieren wir es bei ihm hier. Komm, gib was raus. Komm, gib was raus, du Sack, ey. Geht doch. Ganz kurz bei der Maschine. Gut. Gut. Komm, aber noch hier. Was müssen wir machen? Wir machen das jetzt so. Ach, verdammt, nicht beide gekriegt. Egal. Ich habe eh genug Bomben. Was machen wir jetzt? Wir können noch einmal spielen. Schade. Wir haben den geheimen Raum auch nicht gefunden. Haben wir da schon gebombt? Ich weiß gar nicht. Müssen wir mal gucken? Müssen wir auch mal rumlaufen? Da haben wir noch nicht gebombt, nein. Wir können nochmal spielen, aber ich glaube, ich lasse das erstmal jetzt schon spielen. Jetzt will ich erstmal zum Boss, Bossfight machen. Und dann können wir ein Level runter. Und dann können wir mal gucken, ob wir nochmal wieder mit unserem Teleporter noch irgendwo hinkommen. Hatte ich echt noch nie gehabt, ey. Das ist zweimal sowas, ey. Ich habe das alte Mal vorher noch nie wirklich benutzt. Also, so ist es das nicht, also. Ey. Ich wollte mal ziemlich useless aufnehmen. Das ist auch ein bisschen useless eigentlich. Teleportieren wir mal auch normal hin, Freunde. Das ist eigentlich ein bisschen useless, aber. Ich hatte ja schon was gebracht, wie ihr gesehen habt. Mal aufhören, danke. Natürlich darf ich rein. Du bist gleich tot. Tot. Cube of Meat. Warum habe ich Leben abgezogen gekriegt? Für gar nichts oder was? Das war jetzt gerade irgendwie verarsche. Wenn das Ding nicht, dann wäre es viel einfacher. Das mit dem, diesen Wiggle Worm. Das könnte so schön einfach sein. Oh nein, wir müssen den Wiggle Worm natürlich noch haben. Wow, 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 wow. Oh, das Ding ist gleich schon wieder voll. Komm, stirb. Stipp, 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 stipp. Schön. Puh, ich bin ja auch ein bisschen wenig am Reden. Weiß nicht warum, aber. Es muss aber Sommer sein, glaub. Wenn ich immer nur Lust habe, dann geht's ja gar nicht. Wow, 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 wow. Ein böser Raum. Zack. Hm, schön. Faith up. Faith up heißt halt, wir können halt eher der Bibelding kriegen. Bibel wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir die jetzt kriegen würden.
Wenn ich weiß, was die Webe macht, das werde ich auch nochmal zeigen. Das ist ziemlich geil. Wenn ich es kriege, natürlich. Oh, Mr. Tiltringer spielt gerade Binding of Isaac. Das sehe ich nämlich gerade. Ja, ich habe dich wieder angesprochen, direkt im Video. Du spielst gerade das Game auch. Zack. Hoch. Natürlich laufe ich noch in die Flammen rein, ey. Habe ich sowieso gleich mal was zu erzählen, ey. Dass ich zweimal in den Errorraum gekommen bin. Daran nicht getroffen wurde, das war ein bisschen Lack. Manchmal wieder behaupten. Natürlich bin ich da getroffen. Ist wieder klar. Schön. Gucken wir mal, vielleicht kommen wir gleich noch mit dem Teleporter woanders hin. Natürlich laufe ich nur noch rein. Ist so klar. Muss ja sein. Machen wir. Komm. Bomben, gut. Nicht so useful, aber... geht eigentlich, also. Ich finde, es geht. Oh. Das war jetzt gemein, dass er direkt da gespawnt und direkt schon Schaden gekriegt hat. Zack, weg bist du. Und oh, die Viecher, die hasse ich einfach nur. Es ist nicht so, dass die... ich kann die besiegen, ja, aber die sind einfach nervig. Das ist so, what the hell? Warum musst du mich so nerven mit diesen Gegnern? Ganz ehrlich, ey, ich hasse diese Gegner. Und ich bin gleich tot, wenn ich nicht aufpasse. Das war diesen Gegnern, ey. Peinlich. Tot. Das war scheiße. Das war echt scheiße. Dieser Run hat mir auch nicht gefallen. Wir machen jetzt auf jeden Fall vielleicht wahrscheinlich wohl noch 9, aber erstmal muss ich da ein bisschen mehr Kühle hier reinmachen, weil es ist verdammt warm hier drin. Ich sag auf jeden Fall mal bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Binding of Isaac und dann machen wir mal nochmal, glaube ich, einen Kane-Run.